Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tonio Schunk. Ich interviewe heute den Dennis Mau von der Piratenpartei, der in den Stadtrat einziehen möchte, richtig? Genau. Dennis, du bist 29 Jahre alt, geboren in Wernigerode und arbeitest bei einem großen Automobilzulieferanten. Ja. Ist richtig alles. Richtig. Gut, du hast ein paar Themen, die wir impulsmäßig abarbeiten, damit sich die Zuschauerschaft einen Eindruck machen kann von unserem Kandidaten und dem, was er zu sagen hat. Erster Punkt ist Wettbewerb und Breitbandversorgung. Genau. Passt das zusammen? Also das will ich ermöglichen durch den Ausbau oder durch die Bereitstellung der Infrastruktur durch die Stadt, dass andere Anbieter Breitbandinternet hier in Wernigerode anbieten können. Okay. Und die Abschaffung dieser Monopolisierung durch einzelne bevorzugte Ausschreibungen. Okay. Der nächste Punkt, den ich sehr wichtig finde, faire Arbeitsbedingungen in kommunalen Einrichtungen. Das bedeutet Abschaffung der Arbeitnehmerüberlassung, genau. Sprich Leiharbeit in kommunalen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindertagesstätten. Also das Thema ziemlich sehr, oder das ist für mich ziemlich wichtig, da man den Menschen, die davon betroffen sind oder die da tätig sind in der Branche, einfach mal eine Zukunftsperspektive schafft durch eine Festeinstellung in der Stadt, weil diese Stellen, die braucht man jedes Jahr und da muss unbedingt was passieren. Auch, sage ich mal, ist das speziell jetzt betroffen sind, ja, diese Hauswirtschaftsdamen, die da diesen Dumpinglöhnen ausgesetzt sind. Und auch auf Hinblick, sage ich mal, der Kaufkraft und spätere Rentenbezug ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass die Stadt oder als öffentlicher Träger, dass sie da als Vorbild vorangeht. Okay. Und dass den anderen Unternehmen, wo wir leider nichts im Stadtrat großartig ändern können, man vorzeigt, dass es auch mit fairen Arbeitsbedingungen vorangeht. Alles klar. Kurze Frage von mir noch, die, glaube ich, auch viele interessieren wird. Wenn jemand in beispielsweise Kindertagesstätten, werden viele 1-Euro-Kräfte eingesetzt, auch mittlerweile. Wie genau stehst du dazu, dass da im Endeffekt ungelernte Kräfte mit den Kindern zusammen sie vielleicht betreuen? Ich habe das selbst auch erlebt. Wie stehst du dazu? Sollte das so sein oder nicht? Nein, das sollte nicht so sein. Also aktuell sind das, glaube ich, diese Bufis, die da eingesetzt werden, um die Kosten zu sparen. Und ich sehe da eine ganz große Verantwortung seitens des Staates für die Kinderentwicklung oder Bildung, da ausgebildete Fachkräfte zu verwenden. Okay. Weil Kinder sind unsere Zukunft und da sollte man an allerletzter Stelle anfangen mit sparen. Sehe ich auch so, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Live-Übertragung und Aufzeichnung von Sitzungen des Stadtrats und dessen Ausschüssen. Genau, also mir wurde zwar, einige Leute sagen immer zu mir, ja, das guckt sich eh keiner an, weil es so langweilig ist. Aber ich sage, wenn man das aufnimmt und das bereitstellt, dass jeder sich das angucken kann, dann kann man auch auf gewisse Sitzungen, wo gewisse Entscheidungen getroffen werden, auch sich mal das Abstimmverhalten angucken. Okay. Und was da auch so, sage ich mal, wenn es da eine Opposition geben sollte, sich mal anzuhören, was die so als Gegenargumente einbringt. Genauso sehe ich das auch sehr wichtig, dass die Abstimmverhalten, die Einzelnen, weil es eine Personenwahl ist, auch mal veröffentlicht werden, dass jeder Wähler die Möglichkeit hat, sich ein Bild über seinen Kandidaten zu machen, worüber er da abgestimmt hat. Okay. Also mehr Transparenz auch. Genau. Gut. Auch ein wichtiger Punkt. Nächster Punkt und auch letzter Punkt, den wir ansprechen, ist der Ausbau von Grünparkflächen und Kinderspielplätzen. Warum ist das wichtig? Warum gehört das in den Stadtrat? Ja, um das allgemeine Bild ein bisschen freundlicher zu gestalten, auch Sicherheitsaspekte. Zum Beispiel ist es vorgekommen, dass auf Spielplätzen in der Stadt da die Nägel rausgucken aus den Geräten und sowas, sage ich mal, darf überhaupt nicht sein. Des Weiteren würde ich sagen, auch auf die einzelnen Stadtbezirke bezogen, dass da auch mal geguckt wird, wo könnte da noch ein Spielplatz entstehen, um auch die Vielfalt zu bieten. Okay. Und was da vielleicht dann auch sehr hilfreich wäre dann die Bürger
den Blogger das zu ermöglichen, durch Briefkästen oder Abstimmterminals, die man zentral in Bloggerbüros anbringt, die da jederzeit zugänglich sind, wo Leute ihre eigenen Vorschläge, Wünsche aufschreiben können, einwerfen können oder online, dass man online eine Plattform erstellt, wo man das auch anbietet, dass die Leute oder dass da mal jeder oder von jedem Bürger der Wunsch oder die Idee aufgenommen wird und darüber soll dann noch abgestimmt werden. Okay, ähnlich, sage ich mal, wie in einer Petition, wo dies, sage ich mal, 30 Tage läuft, die Abstimmung dann öffentlich publik gemacht wird, dass darüber abgestimmt wird und jeder halt aufgerufen wird, darüber abzustimmen. Da habe ich das richtig verstanden. Du meinst, dass quasi die Bürger diese Bürgerbriefkasten benutzen würden, um ihre Anliegen reinzupacken? Genau. Ja, und das würde dann vom Stadtrat aufgegriffen werden und der würde die dann in Form von Befragungen oder Petitionen, wie auch immer, einbringen. Genau. So gemeint? Dass man, also dass die Stadtverwaltung die Vorschläge sammelt und dann öffentlich aufschreibt, ausschreibt, dass die Vorschläge vorhanden sind. Und jeder, der keinen Internetzugang hat, da von der Abstimmung nicht ausgeschlossen wird, halt mit so einem Terminals, wo man dann darüber abstimmt, ob man das für sinnvoll hält oder auch nicht. Okay. Ich sage mal, ich bin, oder wir von der Piratenpartei sind auch für andere Vorschläge. Also man kann uns auch direkt ansprechen oder halt einen Brief zuschicken per E-Mail oder auch per Post. Genau. Uns ist ja diese Mitbestimmung ziemlich wichtig. Okay, also finde ich einen sehr interessanten Punkt. Alles in allem kann man also durchaus sagen, du bist für Transparenz, bist für mehr Bürgerbeteiligung auch und gegen Leier bei den kommunalen Einrichtungen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Interview. Ich denke, es war kurz und knackig, aber doch auch, ich hoffe, zufriedenstellend für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Dennis, vielen Dank fürs Interview. Jo, danke auch. Und tschüss. Tschüss.